Servus Community, ja, weiter geht's mit der Last of Us. Wir sind jetzt von der Stadt entfernt, also sind jetzt durch die Stadt gekommen. Entschuldigung, und jetzt geht es weiter mit Ellie auf der Suche nach dem Fireflyer, um eben Ellie hier unterzubringen. Und da sind wir jetzt definitiv das erste Mal in Grünland unterwegs. Und wir schauen einmal, wie es läuft. Derzeit Tja, schaut es so viel ziemlich dazu. ruhiger. Okay, da kommen wir nicht Wir folgen herunter. dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja, komm. Ich fürchte, dass das nicht so einfach wird, wie man sich das da, Was wer ist sich zwischen euch das vorgefallen? vorstellt. Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei dem Feierplatz. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn. Wir schaffen das. Gehen wir weiter. So, dann schauen wir mal. Derzeit ist auffällig ruhig. Das ist immer so eine Geschichte. Irgendwas kommt da sicher gleich auf uns zu. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ist der Mensch mehr die Gefahr oder die der Bildschirm. Du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Da müssen wir vermutlich da rein. Okay. Oh, eine wahre Fundgrube. Kann man gleich ein bisschen was herstellen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie... Kann ich darüber schwimmen, ohne dass ich... Ich überlege mir was. Warte hier. Schauen wir mal. Okay, das schaut nicht so aus. Hier gibt es aber nichts. Müssen jetzt mal kurz auftauchen. Irgendwo rein. Hier
ist auch kein Eingang. Vielleicht ist in dieser Hütte irgendein Holz, was wir verwenden können, dass wir sie rüberbringen, das kann man gut vorstellen. Kurz einmal auftauchen und schauen. Ja. Das schaut schwer aus nach Holz. Das müssen wir sicher von innen raushauen. Okay, Ellie, du musst jetzt... Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Na dann komm her. An die Taschen rauf oder? Na los, dreh das Ding. Sehr gut. So, das denke ich einmal, dass hier weitergeht. Oh, ich habe Hunger. Ich weiß, hatte ich auch. Das nächste Eichhörnchen muss man glauben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut, wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Man schaut aber gut aus. Schaut aus, wenn wir da richtig sind. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Karte des Kraftwerks. So, das heißt, wir müssen da unbedingt rein. Und da drin wird es dann vermutlich nicht mehr so ruhig sein. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Das dachte ich mir. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Pass ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja,
Hunger? Und wie? Doch besser gelaufen als gedacht, hoffentlich. Aber der eigene Bruder wird ja hoffentlich keine Scheiße bauen. Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Naja, das schaut immer nicht schlecht aus. Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Das ist gut abgesichert alles. Das ist, könnte ein Ort zum Leben sein, finde ich fast. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joe. Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber, er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass wir es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das... Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Ah, sein Sohn. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Naja, schauen wir mal, ob er das sagt mit der Ellie, dass die eigentlich immun gegen diese ganze Geschichte ist. Weil eigentlich waren ja das Ziel die Fireflies, die uns helfen sollen. Und ein Impfstoff vielleicht, was Ellie machen, aus ihrem Blut. Aber hier behalten. Hast du gehört, wie es in der Stadt läuft? Ein ruhiger Ort. Es sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Ja, wir tun es. Mann, das schaut echt gut aus. Ja, fast schon zu gut. Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht?
Ich habe nichts gesagt. Ich wette um 1 Million, es geht. Klar, ich verdammt. Na, schauen wir mal. Sie sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Wer nach links. Vorsicht. Okay, das ist gut. Anstrengend. Langsam. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Wir fertig? Nur noch eine Minute. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon, drück drauf. Es geht los. Wow. Schaut gut aus. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Da siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Truppe seid ihr hier? Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Mist, Räuber! Halten Sie auf! So, meine liebe Community. Das war's wieder mit einer Folge Last of Us. Wie es weitergeht und wie es zwischen den Brüdern weitergeht und was für Auswirkungen das auf Ellie hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Taurus, aka Erwin. Ciao, ciao.